Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt es ein neues Video hier auf meinem Kanal. Ja, es geht wie immer um toxische, leidvolle Beziehungen, um Beziehungsthemen, die wehtun, die traurig machen, um Trennung, Liebeskummer, Verlustangst, Bindungsangst und all diese Dinge, die erstmal nicht so schön sind, aber wo du hier ganz gezielt Lösungen bekommst, Aufklärung bekommst, wie denn das alles ja hinzubekommen ist, wie du da rauskommst aus dem Schmerz, dass du eben solche sehr, sehr schmerzhaften Erfahrungen nicht mehr wieder machen musst, weil es dafür immer Gründe gibt. Es gibt immer eine Ursache und eine Wirkung. Wenn man die Ursache findet und löst, dann verschwindet auch diese Wirkung und diese Erfahrung ist dann nicht mehr notwendig. Klingt leichter erzählt als getan. Aber so schwierig ist es gar nicht, wie du jetzt vielleicht denkst, wenn man einmal all das verstanden hat und einmal auch wirklich hautnah erlebt hat, wie sich Muster lösen, wie sich Gefühle lösen, wie sich negative Glaubensmuster lösen, wie Trigger verschwinden und du eben nicht mehr wie eine Rakete hochgehst, wenn jemand was sagt gegen dich, wo du nicht mehr einen Eifersuchtsanfall bekommst oder eine Panikattacke, wenn dein Freund sagt, ich gehe jetzt mal Zigaretten holen oder ähnliches. Also diese Trigger verschwinden und wenn man das erstmal erlebt hat oder auch wie Trauer verschwindet oder wie du dich einfach viel wertvoller fühlst oder dich erkennst, dann gibt es keinen Halt mehr, dann sagst du so, jetzt will ich aber alles und es ist dann gar nicht so schwer. Man muss es einfach nur, klar, natürlich mit dem Kopf verstehen, aber viel, viel wichtiger hier in der Innenwelt mit dem Herzen verstehen und im Unterbewusstsein lösen. Heute geht es darum, ach so, falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnose-Therapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach und heute geht es um das Thema, mein Kopf schreit, geh, das Herz schreit, bleib. Kennst du wahrscheinlich, wenn du in einer On-Off-Beziehung gerade drinnen bist oder gerade wieder in der Off-Phase drin hängst und denkst, oh Mann, ist denn das jetzt wirklich alles gewesen? Und wahrscheinlich wirst du wieder kontaktiert und du weißt, wenn ich wieder zurückgehe, fängt das alles wieder von vorne an. Oder wenn ich hier nicht rausgehe, gehe ich vor die Hunde. Du weißt eigentlich schon lange, ich müsste gehen. Du weißt eigentlich schon lange, ich muss hier raus, sonst... Das kostet ja mein Leben, meine Kraft, das ist meine ganze Freude, meine Gesundheit. Ich muss hier eigentlich raus, das hast du vom Kopf verstanden. Und es fühlt sich aber so an, als ob dein Herz sagt, bleib. Und wenn man das so hört, aber das Herz sagt, bleib. Aber man muss doch immer auf sein Herz hören, man muss doch nach der Liebe gehen. Die Liebe ist doch das Wichtigste und dann ist es halt eben so eine ganz leidvolle Beziehung. Wir sind ja eben wie seelenverwandt und so ist es eben. Liebe tut eben weh. Für Liebe muss man auch mal leiden. Für diese große Liebe muss ich eben dieses Opfer bringen. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, all diese Sätze sind eins. Nicht die Wahrheit, das sind Lügen, die sind nicht die Wahrheit. Das sind alles Dinge, die wir kollektiv teilweise lernen. Liebe ist Schmerz, Liebe tut weh und auch was du in deiner Kindheit gelernt hast. Ja, aber was ist denn jetzt nun mit dem Herz? Mein Herz sagt doch aber bleib, mein Herz sagt, ich liebe ihn, mein Herz sagt, wir können uns nicht trennen, ich drehe durch ohne ihn. Und das, was du da mit der Stimme deines Herzens verwechselst, das ist dein inneres Kind. Es ist dein inneres Kind, das sagt, ich kann nicht gehen. Ich muss bleiben. Ich brauche ihn oder sie. Ich spreche halt viel aus Frauensicht, weil eben 99% meiner Klienten einfach oder Zuschauer einfach weiblich sind. Es gibt natürlich auch Männer, die das betrifft, ganz klar. Dein inneres Kind ist, dass das sagt, ich brauche ihn oder sie, ich kann nicht gehen, ich muss bleiben, ich liebe sie oder ihn. Weil das innere Kind eigentlich immer Mama und Papa meint, weil der Partner immer der Stellvertreter für Mama und Papa aus der Kindheit ist. Und es fühlt sich so an, wie,
wie Liebe, weil es das ist, was du als Liebe gelernt hast als Kind. Weil du gelernt hast, wenn ich ganz, ganz lieb bin und wenn ich mich anpasse und ganz, ganz still und leise bin, dann kriege ich Liebe. Und dann hast du vielleicht Aufmerksamkeit gekriegt. Und es fühlte sich dieses bisschen Aufmerksamkeit, boah, wie ein... Oh, wie die Erfüllung an für diesen Moment und dann wurde es dir wieder entzogen. Oder was auch immer dein Thema ist, ob das Liebsein ist, ob das Helfen ist, Unterordnen ist, dich schuldig fühlen, dich ständig versuchst, von der Schuld frei zu kämpfen. Und dann wirst du jetzt sagen, ja, na toll, aber wie kriege ich denn jetzt raus, was mein Herz wirklich sagt? Wenn sich das aber so anfühlt, dass mein Herz sagt, ich liebe ihn und ich habe deswegen meinen Konflikt nicht gelöst. Der Kopf hat schon verstanden, ich muss hier raus. Die Wahrheit, die Antwort findest du wie immer im Inneren. Die findest du nicht hier im Kopf. Auch wenn die Fakten sagen, ich muss gehen. Auch wenn du alle Videos gesehen hast. Auch andere Videos. Ich muss hier raus. Und es geht noch nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht gehen. Du bist abhängig. Du bist süchtig, weil das innere Kind in dir noch abhängig ist. Und da musst du ansetzen. Und es reicht leider nicht, nur innere Kindarbeit zu machen. Das ist spitze. Das ist super. Nicht umsonst ist das Buch von Stefanie Stahl der Bestseller geworden. Das ist ein Rieseneinstieg, sich diesen Gedanken zu öffnen, dass es dieses innere Kind gibt und dass das geheilt werden möchte. Absolut korrekt. Aber es reicht nicht. Wirst du vielleicht schon gemerkt haben, viele rufen mich auch an und sagen, ich arbeite jetzt seit einem Jahr an meinem inneren Kind. Es ist schon besser. Aber eigentlich, ich kann immer noch nicht gehen. Und da ist es eben wichtig, diese Muster zu finden, die Gedanken zu finden, die Programmierungen in dir, was du da über dich und über die Liebe denkst, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und diese zu lösen, gibt es viele Möglichkeiten. Ich biete hier auf meinem Kanal die Möglichkeiten, die ich herausgefunden habe durch meine eigene Geschichte. Das ist alles praxiserprobt, das ist nichts, was du irgendwo so stur im Seminar lernst, so Technik an einem Wochenende gelernt, Montag, zack, kannst du in der Praxis alle heilen oder so. Das ist einfach aus eigener Erfahrung natürlich. An mir selbst, mit mir selbst habe ich festgestellt, was wirklich funktioniert und was nicht funktioniert oder was alles dazugehört, wo verschiedene Dinge mit reinfließen. Da ist das innere Kind dabei, die Glaubenssätze, die Verhaltensweisen, die Gefühle, die Muster, die Schwüre, die Energieverbindung. Das ist eine Heilung auf vielen Ebenen. Und das ist auch das, was ich mir im Laufe der Jahre mühevoll auch zusammengepuzzelt habe. Das lernt man nirgendwo in einem Kompaktseminar. Man lernt immer Bruchstücke, wo man merkt, okay, alles gut, finde ich toll, aber es fehlt noch was. Das fehlt noch was. Meine Intuition hat mir gesagt immer, okay, aber es fehlt noch was. Ist noch nicht alles. Die haben mir nicht alles gesagt. Ich habe da nicht alles gelernt. Vielleicht wissen sie es selber nicht, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls gemerkt, es reichte noch nicht. Ja, deswegen, das, was ich hier anbiete, was du zum Beispiel auch runterladen kannst, ne, diese Liebeskummer-Extremkurs oder Raus aus toxischen Beziehungen-Kurs oder Ursachen finden und auflösen Anwendung, ist alles praxiserprobt. Das sind Dinge, die definitiv funktionieren. Gerade im Liebeskummer-Extremkurs kriegst du die Basis, deswegen ist das auch Level 1, diese Grundvoraussetzung generell für ein glückliches Leben. So, das nebenbei erwähnt. So. Dieses innere Kind ist quasi das, was eben dieses Gefühl hat, ich liebe ihn, weil das innere Kind Mama und Papa auch liebt, auch wenn Mama und Papa nicht wirklich da sind, abwertend sind, vielleicht sogar schlagen oder missbrauchen. Ein Kind hat keine andere Wahl, das liebt die Eltern trotzdem. Und diese Ambivalenz ist sicherlich das, was du jetzt in deiner toxischen Beziehung jetzt auch spürst. Ich liebe ihn, aber ich hasse ihn auch. Der macht mich irre, aber ich kann nicht gehen. Und dieses Festgekettetsein ist das Festgekettetsein des inneren Kindes an Mama und Papa, an diesem Drama der Vergangenheit. Das ist noch verkettet und das gilt es zu lösen. Und dann, wenn du in deine Innenwelt einsteigst,
und beginnst, diese Muster zu lösen. Ich habe das auch mit vielen Klienten bereits gemacht, die mir eben genau das gesagt haben. Mein Kopf sagt, geh, aber mein Herz sagt, bleib, ich liebe ihn. Dann sind wir eingetaucht. Und da kannst du spüren und fühlen und sehen teilweise in inneren Bildern, was ist denn wirklich die Wahrheit. Und dann machen alle Klienten, die das sagen, genau diese Erfahrung, die ich dir jetzt gleich sagen werde. Die sagen, nee, nicht nur mein Kopf sagt, geh, mein Herz sagt auch, geh, weil die Seele spürt die Gefahr. Deine Seele ist nicht dumm. Deine Seele, dein Herz, Herz und Seele ist für mich wie eins, will das Beste für dich. Dein inneres Kind hält noch an den Schmerz fest, das gilt es zu überzeugen, meine kleine süße Maus oder mein kleiner Süßer, das innere Kind, du irrst dich da, dort gibt's nicht die Liebe. Aber ich als große erwachsene Frau oder als großer erwachsener Mann, wenn du ein Mann bist, ich bin jetzt da für dich, mein inneres Kind. Sodass das innere Kind davon loslässt, diesen Irrtum erkennt, dass es Liebe einfach so gratis gibt, dass es nichts zu kämpfen und zu leiden gibt, dass Liebe einfach da ist. Und in dem Moment, wo mehr und mehr, das ist nicht nur ein Moment, sicherlich gibt es Schlüsselmomente in deiner Befreiung, aber wenn dein inneres Kind das mehr und mehr verinnerlicht, der große erwachsene Mann oder die große erwachsene Frau, das auch immer mehr. Das heißt, es wird dann immer mehr zu deiner inneren Wahrheit. Und du schaust da nach innen und fühlst, Mensch, was sagt denn mein Herz wirklich? Denn die Stimme wirklich deines Herzens und deiner Intuition, deiner Seele, die kann dann erst durchdringen, weil vorher das Drama des inneren Kindes alles übertönt hat. Und wenn das mehr und mehr gelöst ist, aber selbst auch schon vorher kann man in Hypnosen, in Trancen reingehen und auch das schon finden. Braucht man sicherlich Begleitung oder ich habe ja auch eine Anwendung Entscheidungshilfe. Da kannst du auch schon mal zwei Wege gehen, wenn du dir nicht sicher bist und spüren, wie fühlt sich der Weg an, wie fühlt sich der Weg an. Was sehe ich auf diesem Weg und ja, was begegnet mir da und auf dem Weg. Und genauso wird auch da symbolisch dein Unterbewusstsein antworten. Und diese Wahrheit, die dann kommt, das ist einfach deine Wahrheit. Du weißt es dann einfach, dass es so ist. Das heißt nicht, dass es keine Angst mehr macht, diesen Weg dann zu gehen. Oder dass dann alles einfach nur total easy ist. Das heißt es nicht. Es ist halt immer wieder die Herausforderung, das dann trotzdem zu tun, auch wenn du noch nicht weißt, was dann als nächstes kommt. Unsicherheiten machen uns einfach Angst oder ja, lassen uns eben nicht sicher fühlen, wenn wir nicht vorher wissen, was kommt denn als nächstes. Ja, wenn wir ganz genau wissen, ich nehme das oder das und die Wahl haben zu entscheiden und manchmal sieht man eben noch nicht, was dann kommt, dann müssen wir erstmal einen Schritt ins Ungewisse gehen. Aber Mut wird immer belohnt, dann, wenn man auf sein Herz hört, wenn dein Herz dir sagt, und dann sagen meine Klienten, die in der Trance sind, die sagen, ich habe immer gedacht, mein Herz sagt, bleib. Mein Herz sagt, geh und kümmere dich um dich, kümmere dich um mich. Das ist eine tiefe Erkenntnis, die dann kommt. Das ist so klar und deutlich spürbar, so unmissverständlich, dass die Klienten diesen Irrtum erkennen. Natürlich parallel dazu diese Aufarbeitung mit dem inneren Kind. Dass dann die Klienten sagen, Mensch, ich habe das immer ganz anders empfunden. Ich habe immer gedacht, mein Kopf sagt geh, mein Herz sagt nein. Das war ja gar nicht so. Mein Herz hat auch die ganze Zeit gesagt, dass es nicht stimmig ist. Aber ich habe die Sprache meines Herzens nicht verstanden. Ich habe die Sprache meiner Seele nicht verstanden. Und dazu möchte ich auch einladen, zum Experten zu werden, zum Profi zu werden, deine innere Stimme zu verstehen, dein Herz zu verstehen, deine Intuition mehr und mehr wahrzunehmen, das unterscheiden zu lernen.
Und das geht nicht so mal schnell, so zack, die zack mit 1, 2, 3, jetzt zack, morgen muss ich das aber können. Natürlich ist das ein Prozess, der meiner Meinung nach nur wirklich auch funktionieren kann, wenn man die alten Trigger aus der Vergangenheit löst. Denn dann wird es ruhiger, noch stiller. Und am Ende bleibt diese Wahrheit übrig. Diese Intuition, die Stimme deines Herzens, all das, was dir immer sagt, geh da an, geh da an, geh da an. Da, wo dein Herzchen wirklich höher springt, wo es weit wird, wo es warm wird. Das ist wie Topfschlagen. Kennst du Topfschlagen vom Kindergeburtstag, wo du mit verbundenen Augen da und einem Kochlöffel da den Topf finden musstest? Und alle haben geschrien, heißer, heißer, kalt, 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 warm, warm, ganz warm. So ähnlich ist es mit deinem Herzen. Da, wo es warm, wo es weit ist, da geht's richtig hin. Und da ist der richtige Weg und du kannst es nicht verfehlen. Und du wirst viel mehr Anbindung an deine Intuition haben. Das ist auch das, was ich bei mir beobachtet habe, wie turbomäßig sich von Jahr zu Jahr die Intuition immer mehr verschärft. Also verschärft in dem Sinne, es ist klarer wahrzunehmen. Noch klarere Informationen zu bekommen, noch präziser die kleinen, zarten Impulse der Intuition wahrzunehmen. Das sind wie so kleine Eingebungen über den Tag. Bestimmte Dinge, jemanden anzurufen, irgendwas zu schreiben, irgendwas zu machen, was dann synchronmäßig in etwas anderes hineinpasst und reinhakt, was sich dann wieder fügt ins große Ganze und positiv dazu beiträgt, dass bestimmte Visionen, die ich habe, sich auf magische Weise erfüllen. Aber warum auch? Weil ich erst am Anfang natürlich diese Vision auch habe, was auch immer. Es sind auch manchmal Kleinigkeiten, das muss nicht immer so ein Riesending sein. Aber wichtig eben auch dann, danach zu handeln und seiner intuitiven Stimme zu lauschen und ja auch in diese Richtung zu gehen, wie beim Topfschlagen, ja. Und ja, das ist ein Riesengeschenk. Ich merke es auch in der Praxis hier, wenn Klienten da sind oder am Telefon, meine Intuition, zack, zack, zack. Ich habe schon die Bilder da, ich habe schon die Geschichten da. Ich bräuchte gar nicht so viele Informationen. Mir würden 5 bis 10 Minuten reichen und ich weiß, um was es geht. Ich wüsste, wo wir schauen müssen bei dem Klienten. Auch während der Sitzung kommt immer wieder von meiner Intuition rein, guck mal dahin, schau dir das an, guck mal im Kleinkindalter, guck mal bei dem Vater. Und da findet man dann immer diese Knackpunkte. Also diese Intuition wird dich in all deinen Lebensbereichen immer weiter unterstützen. Es ist ein Riesengeschenk, es ist für mich ein Geschenk, weil das hier die Sitzung hocheffektiv macht. Das ist, geht sowas von... Das ist so ein tolles Zusammenspiel mit jedem Klienten, weil jeder, der natürlich hierher kommt, ist offen dafür. Deswegen, die meisten, die zu mir kommen, haben sich natürlich schon eine Weile damit beschäftigt. Und es ist einfach wundervoll zu sehen, wie das einfach sowas von in den Startlöchern steht, dass es endlich bearbeitet werden möchte. Und guck einfach mal, welchen Weg du gehen möchtest. Ich möchte einfach sagen, wie es aus meiner Erfahrung her möglich ist. Vielleicht ist ja für dich ein anderer Weg der passende. Ansonsten, wenn dich das jetzt irgendwie positiv antriggert, wenn dein Herzchen jetzt wie beim Topfschlagen wärmer, wärmer, heißer, heißer wird, dann guck doch gerne mal auf meine Website liebenohneleiden.de. Dort gibt es ganz viele Selbsthilfemöglichkeiten, wo du all das, was ich hier jetzt erzählt habe, auch selber machen kannst. Du kannst so, so viel selber machen. Vielleicht nicht immer 100% alles, aber einen Riesenteil kriegst du wirklich selber geregelt. Und was du nicht auf die Reihe bekommst, deswegen bist du nicht ein Versager, sondern man kann oftmals nicht alles lösen. Und dafür gibt es ja Hilfe. Ich habe auch nicht alles 100% alleine hinbekommen, also das wäre nicht möglich gewesen. Und dazu gibt es ja einfach viele verschiedene Hilfen und das ist einfach ein riesen Geschenk. Also, hör, was dein Kopf sagt, der hat auch nicht immer recht. Am wichtigsten ist es, wirklich auf das echte Herzsignal zu hören, weil dein Herz, das hat immer recht. Das hat wirklich immer recht und lerne zu unterscheiden. Wer spricht denn da? Ist es das kleine Kind? Ist es aus Angst?
Wenn Angst dahinter ist oder ein schlechtes Gefühl, ist es nicht dein Herzgefühl. Oder sagen wir mal so, natürlich kann deine Intuition dich auch warnen und kann dir sagen, das und das ist nicht gut für dich. Es ist wirklich richtig schwer zu erklären. Du merkst es jetzt schon einfach mit Worten, die dein Verstand verstehen soll, wo konkret dieser Unterschied liegt. Ich habe es versucht zu vermitteln, dass du verstehst, dass diese Intuition, dieser Herzimpuls, das ist so eine Wahrheit, dass du dann weißt, genau so ist es. Und mit dem inneren Kind, das ist oft mit Triggern verbunden, mit starken Ängsten verbunden, mit Glaubenssätzen verbunden. Und du kriegst es halt raus, um zu forschen, wo das herkommt, diese Angst oder dieses ich liebe ihn aber und es tut so weh und das lösen. Und dann bleibt die Wahrheit am Ende übrig. Und dann wirst du genau wissen, was richtig ist. Okay? Also. Es hilft nur ausprobieren. Alles, was ich hier erzähle, ist einfach graue Theorie. Was man da erleben kann, ist eine ganz andere Nummer. Und ja, vielleicht hast du ja Lust, auf diesen Weg zu kommen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du deine Herzimpulse hörst, dass du wirklich deinen Weg gehst, wirklich dein Herz Navi einschaltest und dein Herz Navi programmierst auf Freude, auf Glück, auf ja, Selbstliebe in deinem Leben, weil das ist einfach der Schlüssel für ja, für ein glückliches Leben in allen Bereichen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir, dass du deinen richtigen Weg findest. Ja, und da kann ich am Ende einfach nur sagen, dass du wirklich am besten heute gleich startest, dass du nicht lange wartest und in deinem Leid verharrst, denn jeder Tag ist ein Geschenk. Alles Liebe und Gute, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und Daumen hoch nicht vergessen, okay? Also, tschüss.